Die Band Kupfer aus München, normal sein ist Wahnsinn, am Telefon einer der Bandmitglieder, Stefan Weyerer. Hallo Stefan. Hallo. Ja, wir sind Kupfer, mein Name ist Stefan, mein Bandkollege ist Nick Flade, der heute leider nicht dabei sein kann beim Interview, weil er unterwegs ist. Kommt auch aus München und da haben wir uns auch erstmal getroffen. Wann war das? Ach, schon 10 Jahre her. Wer Kupfer kennt und vielleicht schaut der eine oder andere Hörer auch mal bei YouTube rein, da findet ihr zum Beispiel einiges über Kupfer. Ihr seid ja eigentlich zwei, so sieht man das zumindest, sehr relaxte Typen. Wenn sich zwei relaxte Typen finden, wann beschließen die gemeinsam Musik zu machen? Ach, wir haben uns auf Tournee getroffen, weil wir beide auch mitunter als Sideman für andere Leute arbeiten, als Gitarrist, und er ist ja Keyboarder. Mhm. Und da haben wir uns auf Tour getroffen, waren wir mit einer Schauspielerin, die auch singt, mit Jasmin Tapper dabei, waren wir auf Tour. Da haben wir uns kennengelernt und irgendwie haben wir in der Band so gut funktioniert, dass wir irgendwann mal beschlossen haben, hey, wir möchten auch zu zweit mal was machen. Irgendwie unser Ding, das genauso klingt, wie wir das wollen. Und ja, und irgendwann so, hat ja dann ein Weilchen gedauert am Ende, bis Kupfer, ja, die erste Platte, unser Debütalbum, gab es letzten Mai. Wir sind jetzt auf einer Akustiktour unterwegs, das heißt, da spielen wir die meisten Songs zu zweit mit Piano und Gitarre. Und manchmal haben wir für live einen Drummer oder eine Drummerin dabei, einfach weil wir es da noch ein bisschen noch mehr zum Grooven bringen können. Satter machen. Bisschen satter, bisschen fetter. Jetzt liest man den Bandnamen Kupfer und fragt sich, wie kommt man auf so einen Bandnamen? Das ist das eins unserer großen Geheimnisse. Es gibt aber bei uns auf YouTube einen Blog, da haben wir die Frage versucht, in verschiedenen Geschichten zu erklären. Aha. Es gibt mehrere Varianten. Eine dazu ist zum Beispiel, es ist ein Trinkspruch in den Karpaten. Ja. Da sagt man Kupfer, wenn man anstößt. Aber das ist auch nicht die Wahrheit. Es ist noch nicht, wir haben die Wahrheit noch nicht publiziert. Es wird noch ein bisschen dauern. Alles, was wir bis dahin sagen, sind nur Lügen. Was passiert, wenn ich jetzt nach der Wahrheit nochmal frage? Dann muss ich dich leider auch auf die Zukunft verweisen, denn wir haben es uns strikt geschworen, es nicht zu verraten. Aber wir sind extrem dankbar dafür, für jeden Hinweis, den Leute auf Facebook geben wollen, um eine Mutmaßung zu machen, warum das denn wohl so sein kann. Also ich habe es mit der Buchstabenanalyse versucht, ich bin gescheitert. Also schreibt da nichts dazu. Wir halten es spannend. Ja. Ihr legt ja nur sehr großen Wert auf eure Texte. Lass uns mal zurückgehen zu dem Titel Normal sein ist Wahnsinn. Wenn man so ein Lied schreibt oder so einen Song schreibt, wo kommt der Text her und wie kriegt man den dann so aufs Papier, dass es am Ende auch stimmig ist? Das ist irgendwie, ich bin in die U-Bahn eingestiegen, seit langem mal wieder morgens, und ich glaube, das geht vielen Leuten so, und ich bin eingestiegen und ich sehe in viele schlecht gelaunte Gesichter, die alle über diese kleinen Smartphones wischen. Mhm. Und es ist mir 1000 Mal passiert, und genau an diesem Tag habe ich mir gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Und dann war ich mit meinem Kumpel in der U-Bahn und der sagt zu mir, ja, ist doch normal. Und das sind dann so Momente, wo du denkst, ja, aber das ist schon normal, aber das ist doch Wahnsinn. Und und das lässt sich auf vieles anwenden. Ich glaube, unser ganzer Way of Life, da gibt es vieles, was wir als normal erachten. Und wenn man ein-, zweimal hinschaut, dann merkt man, es ist kompletter Wahnsinn. Daher kommt die Idee zu dem Text, und dann dauert es natürlich eine Zeit, bis sich das so setzt und bis man die Worte dafür findet. Texte dauern länger als Musik. Das Album heißt ja Der fette Tanz des Lebens, ja. Den gibt's ja auch als Song auf diesem Album zu hören. Zu diesem fetten Tanz des Lebens gibt es, glaube ich, auch einen Clip. Der entstand, glaube ich, in Zusammenarbeit mit einer amerikanischen Filmemacherin, der Monica Petrello. Es gibt zu dem, der Clip, der mit Monica Petrello entstand, das gibt es zu dem Song Normal sein ist Wahnsinn. Ja. Dazu ist dieser Clip entstanden. Wie entstand die ganze Geschichte? Wie seid ihr zu der Folge? So eine Independent-Filmemacherin aus L.A., die sehr schöne Sachen macht, und die hat unser Album in die Hand bekommen und hat selbst einen Film gemacht und wollte dazu Filmmusik von uns. Und das haben wir natürlich sehr gerne gemacht. Und je mehr wir an dem Film, an dieser Filmmusik gearbeitet haben, desto mehr wurde uns irgendwie klar, dem Nick und mir, dass diese Bilder, die sie gemacht haben, eigentlich auf eine ganz andere Weise, als wir dachten, aber genau die Geschichte von Normalsein ist Wahnsinn erzählen, nämlich von einer Mittelklasse-Ehefrau, die gelangweilt ist, die reich ist, aber irgendwie versucht auszubrechen aus der Ödnis ihrer Ehe, und das mit einem Goldfisch tut. Und das, irgendwann war es uns klar, hey, wir müssen sie fragen, ob wir nicht ihre Bilder für unser Video verwenden können. Und so kam die
die Zusammenarbeit zustande. Wenn man bei euch so reinhört, also ich habe nur deutschsprachige Texte gefunden. Das hat ein bisschen Hintergrund, dass es mein Steckenpferd ist. Ich mache die Texte hauptsächlich, manche auch mit Nick zusammen, aber die meisten Textideen kommen von mir und ich mache es schon länger eigentlich nur auf Deutsch, weil es irgendwie mir näher ist. Es ist auch bei Konzerten, ich habe früher auch englischsprachige Songs gemacht, aber irgendwann so seit 10 Jahren oder so mache ich eigentlich nur noch deutsche Texte, weil ich das Gefühl habe, wenn ich singe, komme ich besser in Kontakt mit den Leuten, besonders live. Und da so hat sich das entwickelt. Hat das am Ende was mit der Verständlichkeit zu tun? Hast du so das Gefühl, dass du, wenn du Deutsch singst, wirklich dichter am Publikum dran bist? Ja, und ich finde, es ist auch noch ein spannendes Feld. Da gibt es noch Dinge zu erkunden, also Popmusik und deutsche Texte, obwohl es sehr viel davon gibt inzwischen, was toll ist. Aber ich denke, da ist noch für mich noch mehr Spielraum als jetzt bei englischen Texten. Jetzt geht ihr ja auf Tour. Ich glaube, Start ist jetzt im Januar bis Ende März. Und genau. Wenn der Zeitraum so stimmt, wo seid ihr überall unterwegs? Ach du, wir kommen jetzt durch große, kleine Städte. Wir sind in Halle, wir sind in Braunschweig, wir sind in Berlin, wir sind in München, wir sind in Oberaudorf, hier in Bayern ein paar Termine, in der Nähe von Innsbruck, Leipzig, Braunschweig, habe ich glaube ich schon gesagt. Also wir kommen so ganz schön rum. Auf jeden Fall seid ihr am Freitag in der Kur- und Parkstadt Bad Muskau Kupfer zu hören, live in der Turmvilla ab 20 Uhr. Stefan, vielen Dank für dieses hochinteressante Gespräch. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Tschüss.